Herzlich willkommen im Bauscheinreich. Wie ihr wisst, haben wir sehr, sehr viele Autos und sehr, sehr viele Züge und sehr, sehr viele Panzer und Waffen. Aber wir haben natürlich auch Dinosaurier, wie zum Beispiel den Dilophosaurus, den wir hier einmal haben. Wem das aber vielleicht ein bisschen zu speziell ist, sagen wir jetzt mal. Für den haben wir natürlich auch normale Saurier, wie ein Flugsaurier. So rum. Oder hier vorne natürlich auch den Standard-Dinosaurier, den T-Rex. Wer lieber Dinos mit ein bisschen weniger dran mag, formulieren wir es jetzt mal so rum. Für den haben wir natürlich auch nochmal Dinosaurier-Skelette. Aber für den haben wir natürlich auch nochmal ganz große Dinos. Nochmal ein Triceratops in Größe. Genau. Oder gerade entdeckt nochmal ganz was anderes. So eine mittlere Größe ist auch nochmal eine andere Sorte, sage ich jetzt mal, an Dino. Ist ein Brontosaurus. Also wie ihr seht, ihr habt an größeren, mittleren Dinos, an Steinegrößen mehr als genug Auswahl. Falls ihr es noch ein bisschen schwieriger braucht, für den haben wir natürlich auch nochmal hier hinten Dinos mit Mini-Bricks. Ist auch wieder ein standardmäßiger T-Rex. Haben wir aber noch einen zweiten von. Und zwar müsste das der Triceratops sein. Also von daher, ihr habt an großen Dinos ein bisschen Auswahl. Natürlich haben wir für alle anderen, die lieber auf kleine, süße Sausier stehen, auch nochmal was in Diamond Blocks. Und zwar hätten wir da einen kleinen, süßen Velociraptor. In einem hübschen Hellgrün. Dann hätten wir einen, den Namen habe ich ehrlich gesagt vergessen. Das war der Stegosaurus. Den haben wir auch in einem hübschen Hellgrün. Irgendwie sind die alle hellgrün. Aber, weil wir natürlich jetzt hier gerade zum Schluss den Fokus auf den süßesten Sausier legen, haben wir hier den Elasmosaurus. Der guckt natürlich ganz niedlich. Und für alle, die sich wundern, ja, Sausier schreibt man eigentlich mit einem R dazwischen. Aber heute mal nicht. Heute geht es um Sausier. Da wir jetzt aber bei den Süßen waren, kommen wir jetzt auch nochmal zu den etwas anderen. Wir wollen sie ja jetzt nicht unbedingt als hässlich betiteln. Da hätten wir einmal einen merkwürdig aussehenden Parasaurolophus mit einem sehr hübschen Rot auf dem Kopf. Und natürlich wie immer dem standardmäßigen T-Rex. Hier haben wir den aber mal in braun. Ansonsten, wie ihr wisst, ihr findet alle Sets bei uns immer im Laden und im Online-Shop. Zum Laden natürlich nochmal, denkt dran, wir haben seit diesem Monat nur noch freitags und samstags offen und die anderen Tage zu. Ansonsten sind wir vom Online-Shop her und freitags, samstags immer für euch da. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, ne? Abonnieren, Glocke aktivieren, alles drum und dran. Kennt ihr ja. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Wir sind wieder da, regelmäßig. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.